So, wir sind immer noch auf der APC 2011, diesmal am Stand vom Uhrwerk. Neben mir sitzt der Patrick Götz und wir fragen jetzt mal, was er dieses Jahr so alles Neues hat. Hallo Patrick. Hallo. Dieses Jahr Neues haben wir zur APC eine Menge Sachen. Wir haben das Malmsturm-Regelwerk als Neuigkeit jetzt rausgebracht, zusammen mit einem Würfelset und ein paar anderen Kleinigkeiten. Das ist das erste deutsche, auf den Feldregeln basierende gedruckte Regelsystem, was es gibt. Dann haben wir die Dungeon Slayers Basisbox rausgebracht zur RPC jetzt, in der halt zusätzlich zu dem Regelwerk, was es schon gab, halt noch ein Einsteiger-Tutorial drin ist und Counter und Charakterbögen und eine Karte. Also alles im Prinzip, was man zum Einstieg braucht. Des Weiteren haben wir ein Myrano-Abenteuer neu, Knochenblei und Schwarzes Blut. Und ein weiteres Hollow-Earth-Abenteuer, das zweite, die Stadt des eisigen Schreckens. Ja, reicht ja. Jetzt hast du schon Fate erwähnt. Wollt ihr jetzt erstmal abwarten, wie Fate in Deutschland läuft oder habt ihr schon weitere Projekte in diese Richtung in Planung? Es sind jetzt noch nicht direkt weitere Projekte, also andere Projekte außer Malmsturm geplant. Wir gucken erstmal, wie das läuft. Es wird auf jeden Fall natürlich den zweiten Band geben, die Weltbeschreibung. Da wird schon unter Hochdruck dran gearbeitet. Aber jetzt andere Fate-Projekte sind im Moment nicht konkret geplant, nein. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr eine Koop mit Cubicle 7 eingegangen seid. Was können wir davon erwarten? Da kann man einige Sachen erwarten, allerdings tatsächlich noch nichts, wo ich drüber reden darf oder sollte. Da ist die RPC so ein, zwei Wochen zu früh, würde ich sagen. Da wird es ein paar Sachen geben, ziemlich sicher. Aber da müsste ich noch um ein bisschen Geduld bitten. Deutsche Slay Industries? Deutsche Slay Industries gehört eher nicht dazu, würde ich sagen, tendenziell. Ja, natürlich hat das ein paar Fans, aber oder sogar vielleicht viele Fans, aber es ist schon ein sehr, sehr nischiges System, sage ich mal. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering. Wie sieht es denn mit der Verfügbarkeit von den Cubicle 7 Büchern aus? Durch die Koop, sind die dann einfach in Deutschland zu bekommen? Über euch? Die Koop bezieht sich ja bis jetzt, also die Pressemitteilung, die es bis jetzt sogar, bezieht sich ja nur auf tatsächlich Repräsentation auf Cons und Messen. Das heißt, ich habe Sachen auf Cons von Cubicle 7 dabei und gucke halt, dass ich auch ein paar Demo-Runden angeboten bekomme und so weiter und dass meine Leute was zu den Systemen sagen können. Insofern kann es gut sein, dass es auf Cons besser verfügbar ist, aber ich denke, jeder Händler in Deutschland, der Cubicle 7 Sachen beziehen möchte, sollte da auch vorher schon kein Problem gehabt haben. Insofern sollte es genauso gut verfügbar sein wie vorher auch. Okay, sagen wir mal in Sachen mysteriöse Ankündigung eines Steampunk-Spiels. Steht das in Zusammenhang mit Cubicle 7 oder ist das was anderes? Ja gut, Space 1889 ist ja keine mysteriöse Ankündigung mehr, also wird es darum nicht gehen, sage ich mal. Cubicle 7 hat in den letzten paar Wochen ein Steampunk-Spiel angekündigt. Das, würde ich sagen, ist etwas höher auf der Prioritätenliste als Slay Industries, ja. Wie heißt denn das? Das ist Airship Pirates, wenn ich mich nicht irre, nicht wahr? Ja. Also da habe ich tatsächlich schon mal nachgefragt, da kümmert sich Cubicle 7 drum und redet mit dem Komponisten, wie das damit aussieht, mit der deutschen Version. Das könnte tatsächlich gut was werden. Also Steampunk, Piraten und was kann man noch davon erwarten? Luftpiraten, glaube ich, vor allen Dingen. Ja, also ich habe das Buch selber noch nicht gesehen, ist, glaube ich, auch noch nicht raus, soviel ich weiß, auf Englisch. Deswegen kann ich das so genau nicht sagen, weil es basiert ja auf Musik. Insofern kann ich nicht genau sagen, wie das jetzt, was das für eine Umsetzung von einem Rollenspielhintergrund überhaupt bedeutet, genau. Also das ist sowieso tatsächlich, erstmal gucke ich mir das an, bevor ich wirklich hundertprozentig sage, ja, das will ich machen oder so. Aber das wird in der nächsten Zeit dann mal passieren, dass ich mir es angucken kann. Du hast aber eben schon Space 1889 erwähnt. Wie geht es damit weiter und wie sieht es mit der Fassung von Red Sands aus, also mit Savage Worlds Regeln? Also an unserer Version von Space 1889 wird auch dran gearbeitet im Moment. Es werden Texte übersetzt, es werden Texte neu geschrieben. Es werden von einem sehr guten Zeichner sehr stimmungsvolle Illustrationen dafür gemacht. Das ist grob geplant für die Essener Spielemesse.
es kann sich immer noch, gut, es kann sich immer noch was verschieben, aber so circa Herbst, Ende des Jahres ist das auf dem Plan. Du hast eben die Dungeon Slayers Box erwähnt, da sind ja Bonusinhalte drin. Wie komme ich als Käufer des alten Dungeon Slayers Regelwerks an diese Bonusinhalte? Wir haben eine gewisse Anzahl von Upgrade-Tütchen für Dungeon Slayers, wo die wichtigen Sachen aus der Box, die man sich nicht aus dem Netz laden und ausdrucken kann, halt extra drin sind, die kann man sich einzeln kaufen für 4, 95 oder 5 Euro. Das ist das 32-seitige Zusatzheft, was drin ist. Das ist die Karte und der Bodenplan und das sind die Counter. Die sind da halt drin. Es gibt, aber damit endet Dungeon Slayers ja nicht. Es gibt ja noch eine ganze Reihe an weiteren Material. Was kommt denn da noch in näherer Zeit? Das nächste, was kommen wird, denke ich, ist der zweite Teil von der Krimlak-Trilogie. Da habe ich gestern die Texte aus dem Lektorat bekommen. Das wird dann jetzt demnächst gelayoutet. Dann kommt da natürlich ein dritter Teil hinterher. Der dritte Teil wird sogar ein Intrigenabenteuer eher, um zu zeigen, dass man mit Dungeon Slayers nicht nur Hack and Slay spielen kann, sondern jede Art von Fantasy-Rollenspiel halt möglich ist. Und das Wichtige, also das Größere, was dann halt noch demnächst kommt, ist die Kera Setting Box, die halt die Weltbeschreibung für Dungeon Slayers. Was ist mit dir? Ihr habt ja auch ein sehr schönes Video zu Dungeon Slayers gemacht. Da ist ja auch Star Slayers angekündigt worden. Wie ist der Status da? Der Status da ist, dass da auch dran gearbeitet wird. Ich bin mir jetzt, da ist der Status, aber es kommt, wenn es fertig ist. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ist es erst in der Spielemesse, ist es vorher, ist es nachher, kann ich nicht genau sagen. Aber ich hoffe auch, dass es bis Ende des Jahres draußen ist eigentlich. Eine weitere größere Reihe von euch ist ja Hollow Earth Expedition. Ja, plant ihr da weiterhin nur Übersetzungen oder auch eigenes Material irgendwann zu produzieren? Oder gibt die Lizenz das her? Ja und nein. direkt Sachen für Hex ist es so im Moment, dass wir nur übersetzen. Ich bin da aber auch noch in Gesprächen, halt selber mal ein Abenteuer machen zu können oder sowas, aber da bin ich noch nicht sehr viel weitergekommen. Was ich darf, ist für das Regelsystem, also das Ubiquity-System, eigene Sachen rausbringen. Das heißt, da sind Sachen geplant. Also auch noch über Space 1889, das ist ja dasselbe Regelsystem, benutzt hinaus. Aber das ist auch noch nicht so weit gediehen, dass ich da jetzt konkret was zu sagen könnte. Aber für das Regelsystem an sich kommen Sachen raus oder es kommen halt Hex-kompatible Sachen werden rauskommen, ja. Nur allgemeine Abenteuer oder ein neues Spiel beziehungsweise ein neues Setting für das Regelsystem? Oder was können wir da erwarten etwa? Ich denke sowohl als auch. Also wir haben schon vor, einige Sachen für das Ubiquity-Regelsystem, weil da sehr viele Leute sehr begeistert von sind, weil es sehr einfach zu spielen ist. Da wird einiges zu rauskommen. In welcher Epoche? Nicht in nächster Zeit. Das ist irgendwann ab 2012 möglicherweise. Also das ist noch was weiter weg. Okay, dann reden wir da nochmal drüber. Kommen wir mal zu den Legenden der Fünf Ringe. Wie geht's da weiter? Bei Legend of Five Rings ist es so, dass das Feinde des Imperiums ist im Lektorat. Kommt auch raus, wenn es fertig ist. So einfach ist das. Also es geht da weiter. Es geht was langsamer weiter, als ich das gehofft oder gedacht habe, weil es etwas schlechter läuft, als ich das erhofft habe, sage ich mal. Und es ein sehr teures System ist einfach, weil es halt alles vollfarbig ist, alles Hardcover. Deswegen geht es da was langsamer, aber es geht damit auch weiter, ja. Wie seht ihr euch denn insgesamt als Verlag? Wollt ihr weitestgehend auf viele kleinere Systeme setzen oder habt ihr irgendwann mal vor, ein Flaggschiff-System euch zu nehmen und das dann richtig zu supporten und die anderen dann nebenbei laufen zu lassen? Oder heißt es jetzt in Zukunft mehr Spiele noch zu Uhrwerk hinzu? Wir haben auf jeden Fall mittlerweile, würde ich sagen, zwei Flaggschiff-Systeme, die also signifikant besser laufen als die anderen, wo man sagen kann, die sind halt was größer. Das ist Myranor definitiv und das ist der Überraschungserfolg von der letzten Messe halt Dungeon Slayers definitiv. Die werden damit sicherlich etwas besser supported, also da habe ich natürlich eine höhere Motivation, dass da mehr Sachen rauskommen als für die anderen Sachen, aber wir werden sicherlich natürlich auch für alle unsere anderen Sachen noch weiter Dinge rausbringen, das ist überhaupt keine Frage. Das nächste Deadlands-Buch ist im Layout,
das Mysteries of the Hollow Earth für Hex ist gerade in der Übersetzung. Und es ist ja auch viel für Hex rausgekommen jetzt letzte Zeit. Das geht bei allen Systemen munter weiter. Wie sieht es denn mit Fanveröffentlichungen zu den Systemen aus? Muss ich da irgendwas beachten, wenn ich ein Abenteuer oder Quellenmaterial dafür schreiben möchte und das halt kostenlos ins Netz stelle? Ja, also das ist jetzt schwierig pauschal zu sagen. Es ist halt je nach System, sind unterschiedliche Sachen zu beachten. Dungeon Slayers ist ja eine Creative Commons Lizenz, das heißt, das ist ganz einfach. Bei Myranor gibt es halt so einen Disclaimer, den man drin unterbringen muss in dem Text, um das machen zu können. Am besten einfach bei mir nachfragen. Wir sind da sehr unkompliziert bei jedem System, was wir machen. Es geht bei allen, aber es ist bei allen was anderes zu beachten. Ja, okay, das ist schon mal, damit kann man arbeiten. Dann danke für die Infos, gute Besserung. Möchtest du der deutschen Rollenspielszene noch was mitteilen, so zum Abschluss, zum Rauswurf? Oh, das ist jetzt unvorbereitet, da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt was. Lass mich drüber nachdenken und frag mich morgen nochmal, bitte. Wir schneiden das dann entsprechend vielleicht rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Außer der Ralf guckt jetzt total begeistert rüber und... Oh, 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 oh. Das ist kein gut...